Das Leuchtmittel der Leuchtstofflampe hat eine Leistung von 40 Watt. Ist dann hier angegeben von der Firma Sylvania. Und zwar auf dem Gehäuse von Lampen allgemein steht immer die maximale Leistung von dem zu einzusetzenden Leuchtmittel. Ob es hier Glühlampe ist, Leuchtstofflampe ist, es ist immer angegeben. Das ist dann so ein Aufkleber und da steht maximal 60 Watt, maximal 40 Watt. Und daran müssen wir uns orientieren, wenn wir ein Leuchtmittel kaufen. Die Entsorgung von Leuchtmitteln können im Baumarkt erfolgen. Sie können das im Baumarkt abgeben. Sie sollten aufpassen, dass das nicht irgendwie kaputt geht. Alles ist gesundheitsschädlich, alles. Deshalb sollte man es direkt so, wenn es dann nicht mehr funktioniert, im Baumarkt abgeben, damit es fachgerecht entsorgt werden kann. Hier erkennen wir das Vorschaltgerät mit den technischen Angaben 230 Volt, 50 Hertz. Hier ist auch noch ein Schaltbild. Hier ist das Vorschaltgerät. Hier L steht für die Phase, die hier angeschlossen wird. Dann haben wir das Leuchtmittel, die Leuchtstoffröhre. Hier in diesem Fall in der Kreisform. Und hier sind auch die Leistungen angegeben. Lampe in Watt, einmal 36 Watt, zweimal 18 Watt. Und weitere Angaben zu dem Vorschaltgerät, was weiterhin einwandfrei funktioniert. Hier haben wir die Anschlüsse, die parallel sind. Parallel zu der Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre. Hier der Starter, der Glimmstarter. Die Anschlüsse sind hier, die beiden. Und das Einsetzen erfolgt dann oben auf der oberen Seite. Hier ist die untere Seite. Und die untere Seite sehen wir auch, die war so eingesetzt, aber hier ist es natürlich auch abgebrochen, weil es spröde geworden ist und ist leider abgegangen. Man kann es nicht mehr befestigen. Man erkennt hier auch, dass es nicht mehr so stabil. Hier ist auch so eine Schutzfolie oder Schutzplatte, damit die Erwärmung, die dann vom Vorschaltgerät beim Inbetrieb vorhanden ist, das nicht auf diese dünne Platte wirkt, sich auswirkt, hat der Hersteller hier eine dickere und wärmebeständige Platte gesetzt. Und das ist genau hier ist, wenn man das einsetzt, hier ist das Vorschaltgerät genau auch so in dieser Form. Und die Wärme wirkt dann nicht auf diese dünne Unterdeckel. Und deshalb ist hier so ein Teil, so eine Schutzplatte. Mehr ist da jetzt nicht mehr vorhanden. Das sehen wir auch in dem Schaltungsaufbau von Leuchtstofflampen in der Standardschaltung. Alle Leitungen, Verdrahtungsleitungen, Kabeln haben hier eine Schutzhülle, Schutz vor Überhitzung, Erhitzung, Schutz vor ja, Beschädigung, dass die Adern hier, die
drehte, nicht beschädigt werden. Alles wurde von dem Hersteller so schon produziert. Auch gegen Zugentlastung, damit hier nicht hier eine Entlastung, nicht hier die Drähte im Betrieb gezogen werden. Hier ist so eine Zugentlastung. Und wenn wir die Anschlüsse oben anschauen, dort wo wir die Lampe anschließen, haben wir hier Steckklemmen, die auch von dem Hersteller schon so in dem Lieferumfang vorhanden ist. Und parallel ist hier auch ein Kondensator. Einen Kondensator mit 0,047 Mikrofarad Kapazität und einer Spannung von 275 Volt AC, was auch hier drauf steht. In der Standardschaltung von Leuchtstofflampen sehen wir auch diesen Kondensator, der parallel zur Phase und zum Neutralleiter angeschlossen ist.